Stammmovi von uns. Und du musst nicht immer nach den Mädels gucken, ja? Wir gucken mal hier rein. Und zwar sind wir heute am Jumpchen Beach in der Nähe von der Soll 5, Soll 7, Soll Whitehouse. Und hier ist, also die Bars in der Soll 7 hatten ein bisschen, also zwei, drei Bars haben mit Wasser gespritzt, aber ganz wenig. Ansonsten muss ich euch das zeigen, es ist brechend voll. Es ist natürlich heute Freitag, ihr seht es natürlich nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, es geht nicht anders. Aber ich halte mal drauf, es ist unmöglich. Also die Auto ist voll, es ist natürlich so, es sind Feiertage und es ist Wochenende und jetzt kommen viele aus Bangkok. Also wir halten mal drauf. So, komm. So, ihr seht ja die Straßen voll. Ich muss natürlich aufpassen, ob heute hier und der Beach voll. Ach du Schreck. Das sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Ihr seht, es ist Sonnenuntergang und super. Ja. Ja, die Leute sitzen hier und freuen sich und baden. Natürlich auch ein paar leichte Mädels mit dabei. Aber es sollte schwerlich auseinanderzuhalten. So. Er kommt auch gleich wieder an hier. Ja, hat uns auch gleich erkannt. So, ansonsten halten wir mal drauf. Ihr kennt es ja hier. Eine kleine Polizeistation bzw. Surfstation. Und hier wird völlig relaxed. Seht ihr es? Ich mache schön langsam. So, so, Amayon Beach. Oh, Solly. So. Oh, ist das voll. Willst du vielleicht hier unten laufen, Odia? Ja. Na dann lauf hier unten. Also ihr seht, sie sitzen alle hier und relaxen. Wir bringen im Schnitt ihr eigenes Essen mit ihr zu trinken. Und früh ist es so, dass man manchmal die Leute noch hier in so einem Auto sitzen sieht, wie sie schlafen. Ansonsten Parkplätze ganz, ganz schwierig. Ich habe schon geguckt. Wir haben gerade mal einen gekriegt. Aber ist natürlich brechend voll. Wow. Also so ist es eigentlich. Ja, geh ruhig hin, wo du hin willst. Wie in der Hochsaison. Aber es ist ja schon immer so. So ein Kran war ja unser Abschlussparty von der Saison. Und da hat man ja noch mal richtig Geld verdient. Nicht so weit weg, Odir. So. Ja, schön voll. Musik, da muss er wieder reden. Also jetzt muss er wieder alles rausschneiden und machen und tun. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen erstmal in die Werbung. So, hier ist er wieder. Ihr seht, wie die hier essen und trinken und relaxen. Ja, ein bisschen Wochenendurlaub muss aus sein. Na, komm. Ja, da sind die Hotels bestimmt wieder voll. Ja. Kennst du da noch den Hund? Nur die Besitzerin, nicht da. Ja, das ist natürlich das alte Übel. Ihr seht es hier. Aber ist natürlich auch so, dass hier keine Mülltonnen sind. Ja, wo soll man es dann auch natürlich hinlegen?
Wir würden es wahrscheinlich mit nach Hause nehmen, aber die Thais, die machen das nicht. So, hier wird schön. Und auch die Liegestühle, muss ich sagen, sehr, sehr gut gefüllt. Aber es ist halt so, ihr müsst das immer bedenken, wenn der Thai einen Liegestuhl nimmt. Otto! Komm mal hierher! Otto! Ich will nicht, dass Otto mal so weit weggeht. Sonnenuntergang, seht ihr es? Tu mal ran. Nicht so weit weggehen. Also es duftet hier, es riecht sehr, sehr lecker und wir gehen noch ein Stück. Nach der Eier wird gerade gebraten. Das hier. Krabben und Fisch. Und natürlich Seng Song Coke oder Seng Song Soda. So, komm, wir gehen noch ein Stückchen. So, ja, der Fußweg sieht immer ein bisschen wüst aus, aber das soll ja die Leute hier nicht stören. Otto wieder unterwegs. Sie hier fotografiert nur sich. Ich dachte, die macht irgendwas. Ja, überlegt mal, sehr, sehr schön. Otto! Du kannst ja nicht alleine rumwetzen und dich ständig verstecken. Papa hat Angst. Was meinst du, was hier ist, wenn dir irgendwas passiert? Du bist weg, da heult der Papa. Oh, guckt euch das an. Ich mach noch mal groß. So. Ich habe echt nicht gedacht, dass so viel hier los ist. Ja, du kannst immer ein paar Meter ganz rumspringen, aber nicht so weit, Otti, und dich verstecken. Da hat Papa Angst. So, ich würde sagen. Otto macht hier. Ja. Aber was ist denn das? Spider-Man. Ja, Spider-Man. Aha. Also, ich würde sagen, wir machen Witz des Tages. Ja. Okay. So, jetzt kannst du noch ein Stück gehen. So, hier sind sie wieder. Ich habe in 3 Minuten aufgenommen. Also, ich dachte, ich nehme auf, aber. Ist nicht so schlimm, das habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Sehr, sehr schön. Da verdienen die Thai-Leutchen mal wieder richtig Geld. Aber ist eben nur ein heißer Tropfen offen. Nee. Ein Tropfen, auch irgendwas mit einem heißen Stein und Tropfen, ihr wisst schon. Ansonsten ist es ja. Hier Sonntag wahrscheinlich wieder Schluss. So, hier wieder die Händler. Mit Spielzeug. Ja, die rennen ja den ganzen Tag hoch und runter. Wenn ich mich wiederhole, müsst ihr mich entschuldigen, weil ich habe ja eben schon erklärt. Aber weiß jetzt gar nicht, was ich aufgenommen habe und was nicht. Seht ihr hier, das meine ich, die werden wahrscheinlich am Auto schlafen. Die holen da Decken raus und da schlafen die da hinten drauf auf dem Pickup. Ist für die Thais kein Problem. Sehr, sehr schön. So. Gehen wir unten lang oder oben lang? Komm, wir gehen oben lang. Also ihr seht es ja hier, es ist auch brechend voll. Hier geht es in das neue Waldhaus rein und wie gesagt, völliger Stau. An sich die Gaststätten, naja, hier ein Ballon.
Und da 3-4 Wallons, also die Thais gehen an sich nicht in die Gaststätte. Also es sind auch viele, viele hübsche Mädels unterwegs. So, wir gucken mal in das Weithaus rein. Ja, viele Bars haben offen. Einige haben keinen Besitzer. Aber geht schon. Ich sage mal besser nichts. So. Sehr schön. So, hier sind wir wieder am Anfang. Das kennt ihr ja alles. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch unsere Movies gefallen, also wenn euch unsere Movies gefallen, gern Abo da lassen, ein Comment, vernünftige Comment, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Ansonsten, ja, bleibt mir ja alle gesund, bleibt mir ja alle treu. Guckt zahlreich und werdet alle glücklich. Bye, bye.